Mühlhausen in Thüringen, ehemals freie Reichsstadt und auch Hansestadt. Einst eine blühende Handwerks- und Handelsstadt in der Mitte Deutschlands, musste sie sich in früheren Zeiten vor Feinden und Neidern schützen. Dies geschah durch die innere und äußere Stadtmauer, aber auch durch den Mühlhäuser Landgraben im Westen des Reichsstadtgebietes. Dieses umfasste neben der Stadt selbst zwischen 19 und 21 Ortschaften, von denen die meisten heute nicht mehr existieren. Das reichsstädtische Gebiet umfasste etwa 220 Quadratkilometer und hatte ca. 9000 Einwohner. Diese Grafik zeigt das Mühlhäuser Reichsstadtgebiet im 15. und 16. Jahrhundert. Damit möchte ich Sie ganz herzlich zu einem Besuch dieser Wehranlagen begrüßen. Mit dieser DVD können Sie das ganz bequem von zu Hause aus tun. Als freie Städte und Reichsstädte wurden weitgehend autonome Stadtgemeinden des Heiligen Römischen Reiches bezeichnet, die im Städtekollegium des Reichstages vertreten waren. Mühlhausen in Thüringen, im Mittelalter eine der 14 größten Städte im deutschsprachigen Raum, war eine dieser 56 Städte. Nachdem 1256 die Burg zerstört wurde, bestätigte Kaiser Karl IV. Die Reichsfreiheit der Stadt. Der Adler, Wappentier des römisch-deutschen Herrschers im Stadtwappen, bezieht sich auf diese Reichsfreiheit. 1525 verlor die Stadt seine Reichsfreiheit durch seine Rolle im Deutschen Bauernkrieg. Erst 1548 bewirkte der damalige Bürgermeister Sebastian Rode die Rückgabe der Reichsfreiheit. Am 5. August 1802 endete die Reichsfreiheit für Mühlhausen endgültig. Beginnen wir nach diesen einleitenden Worten mit dem Mühlhäuser Landgraben, der sich 26 Kilometer entlang der westlichen und nordwestlichen Grenze des ehemaligen Reichsstadtgebietes von Eigenrieden über Dorna, Horstmar, Eigenrode bis Hübschet erstreckt. An den Straßen, die den Landgraben passierten, standen 8 sogenannte Warten. Die Straßen waren von einem inneren und einem äußeren Schlagbaum versperrt. Der Vollständigkeit halber soll auch erwähnt werden, dass Mühlhausen im Mittelalter nach Norden, Osten und Süden durch weitere Warttürme auf den umliegenden Anhöhen gesichert wurden. Dies waren die Warte bei Totensode, die Forstbergwarte und die Warte über dem Forst, die Warte am Roten Berg, die Warte zu Katzenborn, auch als Katzenturm bekannt, die Markdolsche Warte, die Weidenseewarte, die Warte zu Heid, auch als Eichenwarte bekannt, und die Totensöderwarte. Die Nützinger Röderwarte, die Thonbergwarte, auch Tamröderwarte genannt, die Spielbergs- oder Schafwarte, die Schadebergswarte, die Warte bei Rünntal, die Danielswarte, die Hausenwarte und die Warte auf der Füllscheuer waren Zwischenwarten zur Nachrichtenübermittlung und meist nur in Kriegszeiten besetzt. Die Schafwarte als Vorgänger der Stadtberggaststätte und die Reste der Nützinger Röderwarte um 1750 sind hier zu sehen. Ihr Zugang lag in Höhe der ersten Etage und war nur mittels einer Leiter erreichbar. Zeitweise dienten die Warten auch als Feuerbeobachtungsposten. Kommen wir nun zum Landgraben und den Grenz- bzw. Hauptwarten. Um 1870 entstanden einige Zeichnungen der Warten am Landgraben. So kann man sich ein recht gutes Bild ihres einstigen Aussehens machen, da alle Warten bis auf die Längefelderwarte heute nicht mehr existieren. Nicht alle Nachbarn waren der freien Reichs- und Hansestadt Mühlhausen wohlgesonnen. Bereits im 14. und 15. Jahrhundert entstand deshalb im Westen und Nordwesten des Reichsstadtgebietes ein Schutzwall, der bis heute Mühlhäuser Landgraben genannt wird. Alten Berichten zufolge soll es auch schon vor dem Anlegen des Mühlhäuser Landgrabens Schutzwehren um das Mühlhäuser Gebiet gegeben haben, die sogenannten Landwehren. Neben der Schutzfunktion hatten die Warten die Aufgabe, den Weg- und Warnzoll einzutreiben, was eine wichtige Einnahmequelle für die Stadt darstellte. Oft wurden die Händler aber an den Mühlhäuser Stadttoren nochmals zur Kasse gebeten. Bis in die heutige Zeit werden Landesgrenzen durch Grenzsteine optisch angezeigt. Dies war besonders im Mittelalter und vor dem Ende der Kleinstaaterei in Deutschland wichtig. Aus dieser Zeit stammen noch viele Grenzsteine entlang des Landgrabens. Diese Grenzsteine waren nummeriert und trugen meist die Mühlhaue als Zeichen von Mühlhausen. Die Grenzsteinnummern wurden in Flurkarten eingetragen.
Ein Grenzstein war also die zu Stein gewordene Urkunde über die Besitzverhältnisse. Um Grenzfrevlern das Handwerk zu erschweren, wurde beim Setzen der Steine ein sogenannter stummer Zeuge unterhalb des Grenzsteines in die Erde gelegt. So war es möglich, entfernte oder versetzte Grenzsteine wieder in ihre ursprüngliche Lage zu bringen. Entlang des Mühlhäuser Landgrabens wurden zwischen 1667 und 1669 143 Grenzsteine gesetzt, von denen bis heute zahlreiche erhalten geblieben sind. Einige von ihnen werden wir im Laufe dieser Dokumentation noch sehen. Der Mühlhäuser Landgraben beginnt etwa einen Kilometer südlich von Eigenrieden und folgt bis dahin dem Rennsteg, einem alten, erstmals 1448 erwähnten Lauf- und Botenweg, dem Kammweg über den Hainich. Als erstes gelangen wir zu einem Gebiet, das die Hohe Rode heißt und mit 493 Metern über dem Meeresspiegel der zweithöchste Berg im Hainich ist. Jeder im Umland von Mühlhausen kannte den Turm, der bis 1995 dort stand und im Volksmund Café Moskau oder Café Hessenblick genannt wurde. Das Gelände war weiträumig abgeriegelt, keiner durfte wissen, was dort vor sich ging. Trotzdem gab es niemanden, der in Sichtweite des Turmes lebte, ob in Ost oder West, der es nicht wusste. Es war eine 1966 erbaute sowjetische Abhör- und Radaranlage mit Kaserne, ein typisches Relikt des Kalten Krieges. Im April 1995 wurde er gesprengt und anschließend zerlegt. Auch die Kasernengebäude wurden abgerissen. Neben dem Radarturm baute die Telekom, die damals noch Bundespost hieß, nach dem Abzug der sowjetischen Truppen einen noch höheren Funkturm, der auch heute noch steht. Nun soll es ja hier nicht um die jüngere, sondern um die ältere militärische Vergangenheit gehen. Der Eigenrieder Abschnitt des Landgrabens ist als Doppelgrabenwallanlage ausgeführt. Die vom Menschen gemachten Wälle und Gräben sind heute noch gut zu erkennen. Die Eigenrieder Warte war die südlichste der 8 Grenzwarten am Landgraben. Hier wurde im 14. Jahrhundert mit dem Bau des Mühlhäuser Landgrabens begonnen. Dieser Wall diente dem Schutz des ehemaligen Königsgutbesitzes der Freien Reichsstadt Mühlhausen und schloss Eigenrieden mit ein. Am Westrand befand sich mit der Eigenrieder Warte, deren Bau 1418 erfolgte, ein bewachter Tordurchlass mit Meldeposten für Mühlhausen. Sie war ein Rundturm aus Bruchsteinmauerwerk. Reste von etwa 4 Meter Höhe sind bis heute erhalten geblieben. An der Straßengabelung nach Struth, gleich neben der ehemaligen Warte, steht eines der vielen Steinkreuze dieser Gegend. Es ist das Eigenriederkreuz, welches auch Bonifatiuskreuz genannt wird. Wurde im 17. Jahrhundert noch von 2 Kreuzen berichtet, so ist heute nur noch eines erhalten geblieben. Aufgestellt wurde es um 1450 und 1998 im Zuge von Straßenbaumaßnahmen einige Meter versetzt. Der Aufstellungsgrund ist nicht überliefert. Die ehemalige Warte bei Zeuge, auch Ziegenturm genannt, lag ca. 2 Kilometer westlich von Dörner und ca. 1,5 Kilometer südwestlich der ehemaligen Dörner Warte vor Bickenriede. Sie wurde 1417 erbaut und war nach dem 1317 erwähnten ehemaligen Dorf Zeuge benannt. Die runde Anlage der Warte hatte einen Durchmesser von etwa 31 Metern, der Durchmesser des Turms maß knapp 17 Meter. Das Areal schloss sich an den Hauptwall mit anschließendem Ringgraben von ca. 4 Meter Breite an. Ein stark abgeflachter Außenwall von etwa 3 Meter folgte, der sich mit dem Hauptwall des Landgrabens vereinigte. Bereits seit 1552 wurde der Turm nicht mehr mit einem Wartmann besetzt, und 1610 wurde die Warte bereits als eingegangen bezeichnet. Gänzlich abgebrochen wurde sie im Jahre 1711. Einst führte auch eine Straße aus dem Mühlhäusergebiet am Turm vorbei. Diese war aber schon mehrere Jahrhunderte zuvor aufgegeben worden, nachdem die Bewohner von Zeuge nach Bickenriede gezogen waren.
1312 wurde das Dorf Zeuge einmalig, aber schon als Wüstung urkundlich erwähnt. Die 1407 erbaute Dürnaer Warte war auch unter dem Namen Bickenrieder Warte, Eichelturm, Eichelwarte oder Dürnscher Turm bekannt. 1417 wurde der Dürnaer Kirchturm auf sein heutiges Niveau erhöht und diente als Signalstation im Verteidigungssystem der Freien Reichsstadt Mühlhausen. Zwischen 1524 und 1525 wurde die Dürnaer Warte im Zuge von Kampfhandlungen des Bauernkrieges zerstört und nicht wieder aufgebaut. Auf dem ehemaligen Gelände der Warte entstand ein landwirtschaftlicher Hof. Dieser wurde 1632 von Eichsfeldern gebrandschatzt und 1819 abermals durch ein Feuer zerstört. Später war dort ein Gasthaus. Die Lengefelder Warte wurde früher Appenthaler Warte genannt und ist als burgähnliche Befestigung 1367, also noch vor dem Bau des Mühlhäuser Landgrabens, entstanden. Schon 1406 wird der Turm als reparaturbedürftig beschrieben. Der Rundturm ist aus Bruchsteinmauerwerk gebaut und hat ein Kegeldach. Er hat eine Höhe von 13,5 Metern und einen Durchmesser von 5,80 Meter bei einer Mauerstärke zwischen 70 und 100 Zentimetern. Sie ist als einzige der ehemaligen Warten des Mühlhäuser Landgrabens vollständig erhalten geblieben. Angrenzend an den Turm befindet sich ein altes Fachwerkgebäude, in welchem seit den 1930er Jahren eine Gastwirtschaft zu finden ist. Die Lengefelder Warte ist heute ein gern besuchtes Hotel. Auf der Landstraße, die von Mühlhausen nach Dingelstädt führt, nahe der Lengefelder Warte, aber schon auf Kurmainzer Gebiet, gab es in früheren Zeiten einen Siechenhof, der zuvor ein beliebtes Gasthaus war. Viele Fuhrleute, die ihre Handelsware von und nach der Reichsstadt Mühlhausen brachten, spannten hier ihre Pferde aus. Hatten sie ihre Tiere versorgt, so vertrieb man sich die freie Zeit mit dem verbotenen Glücksspiel und besonders beim Kartenspiel. Fehlte beim Kartenspiel ein Mann, so hing der Wirt vor seinem Gasthaus an einer Stange eine schwarze Hose heraus. Das kannten die vorbeifahrenden Fuhrleute und ließen sich oft davon verleiten. Auch hieß es, wenn der Wirt ein frisches Fass anzapfte, hing er ebenfalls die schwarze Hose über die Tür. Unter dem Volke nannte man das Gasthaus fortan die schwarze Hose. Das Gasthaus gibt es längst nicht mehr, aber die Gegend und die Landstraße haben diesen Namen bis heute behalten. Dem Landgraben weiter folgend erreichen wir die Horstmaer Warte, die auch Horstmarscher Turm genannt wurde. Erbaut wurde der Wartturm 1407. Die Horstmaer Warte stand an einer alten Marktstraße, die von der Straße nach Heiligenstadt abzweigte. Sie bog früher in der Nähe der Breitsülzen Quelle von der Feldschossee, die heute Hollenbacher Landstraße heißt, ab und führte über Lengefeld sowie die ehemaligen Dörfer Rückelrode, Dangsdorf und Dörnrode nach Horstmar zum Landgraben und weiter über Reifenstein in den Westharz. Die lange Mark, wie die ehemalige Reichsstraße, Fernverkehrsstraße und heutige Bundesstraße 247 zwischen Ammern und der Lengefelder Warte genannt wird, wurde erst am Ende des 19. Jahrhunderts gebaut. Der Turm der Horstmaer Warte stürzte im Januar 1967 ein und wurde bis 1972 vollständig beseitigt. Heute ist in der ehemaligen Warte die Försterei untergebracht. Viele der anfangs erwähnten Grenzsteine sind im Gebiet um Horstmar zu finden. Die 1409 erbaute Eigenröder Warte wurde früher als Ebelroder Warte oder Turm bezeichnet, nach einem ehemaligen Dorf nördlich von Eigenrode. Die Straße kam von Ammern und führte über Dachrieden zur Warte und weiter bis nach Hübstedt und Wurbis. Schon in einer der ältesten Chroniken von Mühlhausen wird der Ebelröder Turm erwähnt. Im Mai 1620 kam es zu einem Aufmarsch von kurfürstlich-Mainzer Truppen bei Hübstedt. Den Weiterzug durch Mühlhäuser Gebiet verhinderten aber kursächsische Truppen und die Söldner kehrten ins Eichsfeld zurück. Noch eine weitere Warte gab es zwischen Eigenrode und Zöllstedt, zu der es aber kein Bildmaterial gibt. Die Schalcher-Röder Warte wurde als Turm zwischen 1406 und 1410 errichtet. Sie lag östlich des Waldes, der noch heute Scheichröder Forst heißt, bei Zaunrüden. Sie ließ man am Ende des 15. Jahrhunderts eingehen. Die letzten Erwähnungen stammen aus dem Jahre 1486.
Eigentlich muss man bei der bereits 1298 erwähnten Söllstädter Warte von drei Warten sprechen. Kein Wunder, denn hier trafen die Territorien von Schwarzburg-Sondershausen, dem Eichsfeld und der Stadt Mühlhausen zusammen. Die Warte selbst steht auf Schwarzburger Grund, weshalb sie auch Schwarzburger Warte genannt wurde. Ein weiterer Name ist Hohe Warte. 1622 wurde die Mühlhäuser Warte innerhalb des Landgrabens errichtet. Diese wurde dann auch Söllstädter Warte genannt. Anstelle der Schwarzburger Warte wurde später das Gasthaus Grüner Esel erbaut. Das berüchtigte Wirtshaus Grüner Esel fiel 1873 einem Feuer zum Opfer. 1864 wurde die Mühlhäuser Warte abgerissen und an seiner Stelle ein Forsthaus gebaut. Bis 1808 genutzt, hatten die 19 Dörfer, zu deren Schutz der Mühlhäuser Landgraben errichtet worden war, für Erhaltungsmaßnahmen an Graben sowie an den Warten an die Stadt Mühlhausen ein Landwehr- und Turmgeld zu zahlen. Der Landgraben ist heute ein gut ausgeschilderter, sehr beliebter Wanderweg. Mühlhausen hatte vom 14. bis zum 18. Jahrhundert neben der inneren Stadtmauer auch eine äußere Stadtmauer. Diese war etwa 6,5 Kilometer lang und hatte 9 Tore, von denen nur das äußere Frauentor noch erhalten ist. Sie umschloss die 5 Vorstädte. Der ungefähre Verlauf der beiden Stadtmauern, die Vorstädte und die Außentore werden auf dieser Grafik dargestellt. Während die innere Mauer fast vollständig erhalten ist, gibt es von der äußeren Stadtmauer heute kaum noch Spuren. Die äußeren Stadttore waren bzw. sind das äußere Frauentor, das Schaffentor, das Ammertor, das Wagenstädtertor, das Klingentor, das Bollstädtertor, das äußere Erfurter Tor, das äußere Neufortentor und das äußere Fechtartor. Mit diesen Außentoren werden wir uns jetzt etwas näher beschäftigen. Den Anfang macht das äußere Frauentor. Da es heute noch steht, gibt es zu ihm auch die meisten bildlichen Darstellungen. Zuvor jedoch möchte ich Ihnen drei Bilder aus dem Jahre 2021 zeigen, die das letzte Stück der ehemaligen äußeren Stadtmauer zeigen. Es befindet sich etwa 25 Meter südlich des äußeren Frauentors in einem Privatgrundstück, das einst zur Thuringer Brauerei gehörte. Nun aber zum äußeren Frauentor. Es steht in Richtung Westen auf dem Ziegelsberg und wurde im 14. Jahrhundert errichtet. Leider gibt es zum äußeren Frauentor kein genaues Baujahr, aber eine alte Sage. Einst hatte Meister Friedhelm vom Rat den Auftrag erhalten, das äußere Frauentor und das äußere Erfurter Tor neu zu bauen. Er übernahm die Bauleitung am äußeren Erfurter Tor und sein erster Geselle den Bau des äußeren Frauentors. Nun hatte der Geselle ein Auge auf das liebliche Töchterlein seines Meisters geworfen und in froher Erwartung stand diese vor dem Tor, als der Meister das Bauwerk abnehmen wollte. Obwohl er eifrig nach Mängeln suchte, musste er feststellen, dass das Tor seines Gesellen schöner und noch höher war als das Tor des Meisters selbst. Voller Zorn stürzte ihn deshalb der Meister aus der obersten Luke des Turmes und der Geselle stürzte in die Tiefe, genau auf das Töchterlein des Meisters, so dass beide in ihrem Blute tot vor dem Tore lagen. Voller Grauen blickte Meister Friedhelm hinab auf die beiden Toten, flüchtete alsbald halb wahnsinnig aus der Stadt und ward nie wieder gesehen. Der blutige Stein, auf dem die beiden Liebenden den Tod fanden, wurde über dem Torbogen des Stadttores eingesetzt, zur ewigen Erinnerung an die grausame Tat. Nach 1750 wurde das Dach des Tores umgebaut. Erst um 1990 bekam es ein neues, nach alten Aufzeichnungen gefertigtes Dach. Kurz nach dem äußeren Frauentor beginnt der Hagebuttengraben, der 1402 erstmals erwähnt wurde. Er war ebenfalls Teil der äußeren Stadtbefestigung und wurde zuvor als Hirtengraben bezeichnet. Der Hagebuttengraben verbindet als reiner Fußweg die Johannesstraße mit der Thunbergstraße und endet kurz vor dem ehemaligen Schaffentor. Das Schaffentor sicherte den Stadtzugang aus Richtung Bickenriede und dem Eichsfeld. Es stand am Ende des alten Blobachs auf der heutigen Haarwand und hieß bis ins 13. Jahrhundert Kaisertor. Mit dem Abriss der Pfalzburg nach 1256 wurde auch das Kaisertor abgerissen und um 1451 durch das Schaffentor ersetzt sowie mit der äußeren Stadtmauer verbunden.
1575 stürzte das Tor bei einem Unwetter ein und wurde 1712 ganz abgerissen. Die Steine sollen beim Bau der neuen Brotlaube am Obermarkt Verwendung gefunden haben. Das gilt auch für die Steine der Haarwand. Der Straßenname hinter der Haarwand oder auch nur Haarwand bezeichnet den ehemals schmalen Weg hinter der äußeren Mauer vom Schaffentor bis zum Ammertor. Diese Wege wurden im Allgemeinen als Patrouillegasse bezeichnet, da dort die Stadtwachen patrouillierten. Ursprünglich bedeutet Haar im mittelhochdeutschen Flachs. Die äußere Mauer bestand also aus einem Geflecht von Lehm und Flachs und stellte keinen großen Schutz dar. Später wurde diese Mauer durch eine niedrige Steinmauer ersetzt. Der Abriss der Haarwand erfolgte 1789. Im Nordwesten vor der Unstruttbrücke und am Ende der Ammerstraße stand das Ammertor, welches die Vorstadt St. Margarethen sichern sollte. Wie schon beschrieben, boten die Außentore und auch die äußere Stadtmauer keinen wirklichen Schutz vor Angreifern. Sie sollten den ungewollten Stadtzugang nur erschweren. So kam es, dass 1630 der Torwärter des Ammertores Reis ausgenommen hatte, als der berühmte General Pappenheimer vor der Stadt lag. Dieser konnte mit seinen Truppen ungehindert in die Margaretenvorstadt eindringen. 1802 hatte das Ammertor noch einmal einen großen Tag. Hier wurden am 5. August morgens um 9 Uhr den einrückenden Preußen unter Graf von Wartensleben von den Mitgliedern des Rates die Schlüssel der Stadt übergeben. Die Zeit der freien Reichsstadt war vorbei. Das Ammertor wurde 1817 abgebrochen. Aber auch die Unstrut wurde als natürliches Hindernis zur Stadtsicherung genutzt. Dabei spielte auch die Ammerbrücke eine wichtige Rolle. Sie ist schon seit dem 13. Jahrhundert als wichtige Unstrutquerung Richtung Norden bekannt. Die seinerzeit schon aus Stein erbaute Brücke wurde durch Hochwasser mehrfach zerstört. Zwischen 1903 und 1905 entstand eine Stahlbogenbrücke, die 1965-66 wieder abgerissen wurde. Sie war nach knapp 60 Jahren baufällig und wurde durch die moderne Spannbetonbrücke ersetzt. Entlang der Unstrut im Norden der Stadt gab es keine Tore. Reste der ehemaligen äußeren Stadtmauer konnten aber im Jahre 1976 noch im Bild festgehalten werden. Damals wurde fast die gesamte Altbausubstanz in der Feldstraße abgebrochen für den Bau eines neuen Wohngebietes. Die historisch bedeutsamen Reste der Mauer wurden dabei vernichtet. Im Nordosten an der Wagenstädter Brücke stand das Wagenstädter Tor, welches auch Schindler-Tor genannt wurde. Eine andere Bezeichnung lautete Vulva-Weinstege, was mit Engstelle am Wagensteg übersetzt werden kann. Als Schindler wurde in früheren Zeiten der Abdecker bezeichnet, welcher auch für die Beseitigung der Tierkadaver zuständig war. Dieser Schindlerhof befand sich seit 1566 stadteinwärts gleich hinter dem Tor. Der Name Wagenstedt für die Brücke, die Straße und das Tor leitet sich vom Wagensteg ab. Dieser hölzerne Steg führte bis 1656 über die Unstrut. Vor dem Bau dieses Wagensteges war die Querung der Unstrut nur durch eine flache Furt möglich. Das Wagenstädter Tor wurde 1862 abgerissen. Nach Osten hin in Höhe der Klingenmühle auf der heutigen Friedrich-Engels-Straße sicherte das Klingentor die ehemalige Landstraße vom Görmer-Tor durch das Klingentor entlang des Flachens bis nach Görmer. 1867 wurde es abgerissen. Zu jener Zeit gab es aber Wall, Graben und Mauer schon längst nicht mehr. Kurz vor dem Abriss im Jahre 1866 gelang einem Fotografen noch ein Schnappschuss vom Klingentor. Der Aufnahmestandort ist etwa der gleiche wie bei der Zeichnung von Carmichael, die das Tor um 1860 zeigt. Hier sind am linken Bildrand die alten Leimsiedlerhäuser gut zu erkennen. Eine weitere Zeichnung stammt von einem G. Köthe und zeigt das Tor im Jahre 1867. Auch Otto Tomacek malte das Klingentor, allerdings aus dem Gedächtnis. Das Bild stammt aus dem Jahre 1883, als es das Tor schon nicht mehr gab. Die Landstraße nach Bollstedt, die vom Erfurter Tor aus unterhalb des Riesinger Berges entlang führte, wurde durch das Bollstädter Tor abgesichert. Bis 1873 stand das Tor ungefähr auf der Kreuzung August-Bebel-Straße-Karl-Liebknecht-Straße.
Ab etwa 1805 wurden die Pulvervorräte der preußischen Garnison hier gelagert, weshalb das Bollstädter Tor auch den Beinamen Pulvertor hatte. Mit dem Bau des neuen Bahnhofsviertels ab der Mitte des 19. Jahrhunderts stand das Tor im Weg und wurde abgerissen. Das äußere Erfurter Tor stand an der wichtigen Handelsstraße nach Südosten in Richtung Langsalza und Erfurt, etwa auf der Hälfte der ehemaligen Langsalzer Straße an der Einmündung der ehemaligen Ballongasse. Auch diese Gasse war einst eine sogenannte Patrouillegasse, wo die Stadtwächter oder auch Stadtsoldaten Patrouille liefen. Das äußere Erfurter Tor war eigentlich ein Tor mit 5 Etagen, also eins der großen Stadttore. 1823 wurde es abgebrochen und die Steine für den Straßen- und Brückenbau der neuen Langsalzer Landstraße verwendet. Auf der Eisenacher Straße, ungefähr in Höhe des alten Friedhofs am Abzweig zum Philosophenweg und Böhntalsweg, heute Schillerweg und Güteweg, stand das äußere Neufortentor. Bis Ostern des Jahres 1791 war auch dieses Tor mit 5 Etagen eher ein Turm, der mit Zinnen bewehrt war und ein hohes spitzes Dach hatte. 3 Etagen wurden in jedem Jahr abgebrochen und die Steine für den Chausseebau vor der Pforte verwendet. Mitte Juli 1871 wurde auch das verbliebene Tor abgerissen. Hier sollten die Steine für den Kanalbau in der Klinge Verwendung finden. Die Handelsstraße nach Südwesten und Westen in Richtung Eisenach wurde durch das äußere Fechterer Tor gesichert. Es stand vor der Einfahrt zur Lutherottstraße. Diese trug bis 1906 offiziell den Straßennamen Patrouillegasse. Hier führte der Weg der patrouillierenden Stadtwächter vom äußeren Frauentor kommend am äußeren Fechterer Tor vorbei und weiter unterhalb des Stadt- bzw. Spielberges entlang zum äußeren Neufortentor. Durch den Bau des neuen Hessenweges ab etwa 1820, der entlang der heutigen Wanfrieder Straße nach Wanfried und Eschwege führte, war das Tor dem steigenden Verkehr nicht mehr gewachsen und wurde 1825 abgebrochen.